3, 5, 8. Zahlen. Oh, so viele Äpfel hängen am Baum. Wie viele es wohl sein mögen? Keine Ahnung. Du musst sie zählen, dann weißt du es. Hey, was war denn das? Ein Apfel ist vom Baum gefallen. Das ist ein Apfel. Ich werde damit ein Picknick machen. Halt! Ich will die Äpfel zählen. Und ich will die Äpfel essen. Vielleicht solltest du lieber alle Steine zählen, Monika. Auf die hat der Herr Günther bestimmt keinen Appetit. Ich mag Äpfel aber lieber. Ich auch. Also gut, ich werde die Äpfel nicht fressen. Vorläufig. Haha, nicht getroffen. Noch ein Apfel. Jetzt sind es 2 Äpfel. Das ist sozusagen die Nummer 2. 1, 2. Und schon kommt Nummer 3. Mir läuft das Wasser im Schnabel zusammen. 1, 2, 3 Äpfel. 4 Äpfel. 1, 2, 3, 4 köstliche Äpfel. 5 Äpfel liegen auf der Wiese. 1, 2, 3, 4, 5. 5 verführerische Äpfel. 6 Äpfel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 Äpfel. 7 appetitlich duftende Äpfel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das war Apfel Nummer 8. Darf ich wenigstens diesen kosten? Nein, ich bin noch nicht fertig mit Zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rote Äpfel. 8 matschige Äpfel wären mir lieber. Nummer 9, das war der letzte Apfel. Jetzt ist keiner mehr am Baum, aber im Gras liegen 9 Äpfel. Das werde ich vorsichtshalber nachprüfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Du hast richtig gezählt, kleine Monika. Es sind 9 Äpfel. Waren. Es waren 9 Äpfel. Aber nein, es sind 9 Äpfel. Und zwar in meinem Bauch.